Willkommen zurück zu Dead Cells. Wir sind fast tot und am Ende, weil wir einfach keine HP mehr kriegen, denn wir haben jetzt eine Busstammzelle aktiviert und deswegen ist das Game schwieriger und super, dass ich da noch entscheide, in die Katakomben zu gehen, die richtig schwer sind. Und wird zum ersten Mal im Let's Play sind. Mein Bild gefällt mir auch überhaupt nicht, aber ich muss jetzt mit dem auskommen. Ich glaube, ich bin schon immer von dem kleinen Vieh. Was aber nicht ganz so wild ist. Ich hasse diese Stacheldinger. An sich ist die Brechstange ja ziemlich stark, aber hat eine sehr kurze Reichweite. Deswegen muss ich gut aufpassen. Oh, Fettabsaugung. Damit kriege ich eine Bonuszelle für 45 Sekunden. Da ich allerdings eher langsam voranschreite und sowieso. Das ist offenbar nicht immer ein Händler. Bonustüren drin, sondern es können auch Gegner sein. Oh, da ist doch ein Händler. Und die verkaufen für 20.000 so eine Fiolen-Nachbildung. 4.000, 2.000. Mehr ist hier nicht. Das ist sehr schade, weil ich das echt gut gebrauchen könnte jetzt. Mal sehen, vielleicht kriege ich das Geld noch ran. Ich darf da auch noch mal rein für den Fall. Das ist einfach noch ein Händler. Ich bin ja immer noch ziemlich basic aufgestellt. Oh, Feuerstein, den hätte ich echt gern. Das ist eine meiner Lieblingswaffen. Günstiger Schild. Ein Schild nützt mir jetzt recht wenig, weil ich nicht das Upgrade habe, was Schild tut, aber Feuerstein oder Breitschwert, die beiden würden mir schon sehr gefallen. Mich wundert jetzt, dass ich kein Geld habe, weil ich ja eigentlich aus der Bank gekommen bin. Und man eigentlich mit Massiggeld rausgeht. Scheiße, da hat sich leider schon wieder nach rechts gedreht. Dinger sind halt so hart okay. Schon wieder unnötig Damage genommen. Ich merke auch, mit der Schwierigkeitsgrad viel besser funktioniert eigentlich. Wenn man seine Flasks jetzt wirklich managen muss, weil bisher muss ich sagen, war es bei mir halt wirklich, ich hatte es ja schon angesprochen, so, dass wenn man stirbt, dann ist es egal. Es gibt viel zu viele Händler und viel zu wenig Geld gerade. Ob man noch heilen kann, weil man tot ist, bevor man die Gelegenheit hat, sich zu heilen. Das würde ich sagen. So. Die Katakomben sind allerdings bisher sehr gechillt.
Und gerade gibt es einfach nur einen Aufzug nach dem anderen. Auch eine reife Leistung vom Random Generator. Okay, das sieht nicht so aus, als ist das ein geheimer Weg da rechts. Die Tür können wir leider nicht öffnen. Scheiße. Alter, wie viel Schaden der macht! Den Wurfbalken, den wollte ich ja eigentlich sowieso haben. Aber jetzt habe ich eigentlich schon besseren Stuff. Die Flaschen von denen zerstören sich eigentlich fast von alleine. Es macht wenig Unterschied. Scheiße. Ach! Er hätte mich gerade fast gekillt. Ich weiß nicht, wie ich da rausgekommen bin aus der Situation. Shit. Ja, ich bin tot. Ich schaff den Mist doch nicht. Oh Gott sei Dank, ein Heil-Item. Das ist jetzt ein wahres Segen. Ich weiß nicht, ob es mich retten wird, weil ich immer noch fast tot bin, aber ich genieße auf jeden Fall. Wird gestumpt durch die Falle. Nicht mal was. Es bringt Geld, womit ich den Schiff befüllen kann. Es besiegt, Gott sei Dank. Ja, nee. Die Truhe. Wobei ich eigentlich sowieso tot bin bei einem Schlag, ne? Also theoretisch habe ich nichts zu verlieren. Ich muss jetzt campen. So billig das ist. Scheiße. Oh.
Laborraum. In dem Abstellraum wurde eine Nachricht hinterlassen. Was? Die Soldaten hinterlassen eine Notizzelle. Die Leichenhaufen werden immer größer, sie zu verbrennen reicht nicht mehr aus. Manche von ihnen stehen wieder auf und einigen davon klingt es sogar, sich zu bewaffnen. Wir müssen die Insel verlassen, solange wir es noch können. Okay, kein Secret irgendwie noch an der Wand. Das sind so viele Abzüge in dem Level. Ein Pergament. Jedes Pergament heißt, ich krieg ein bisschen mehr HP. Da mit meiner legendären Waffe alles funktioniert. Forscherinstinkt hat sich aktiviert, das heißt, guck mal, da oben rechts ist ein geheimer Ort mit Gegnern. Unten sind noch zwei Gegner. Da ist ein Pergament, was ich jetzt übersehen sprungen habe. Okay. Das hätte mich fast gekillt. Ich muss jetzt halt mega vorsichtig sein. Ich muss zugeben, die... Ach du Scheiße. Dann lohnt es sich nicht mehr. Die verwünschte Tool klingt attraktiver und so weiter. Ich gehe. Weißt du was? Ich hole die jetzt. Oh shit, die explosive Armbrust krieg ich hier. Ich weiß nicht, es auch wenn ich es richtig einstelle, es macht es irgendwie falsch. So, ich nehme die Brechstange jetzt hier rein. So, die Armbrust hat keine... Eine Farbe. Was hat es für Abilities? Ob verbrennen, wenn sie sterben? Und der Armbrustschlag macht gefroren. Okay. Also ich habe da einen langsamen Schuss und einen Nahkampfangriff mit der Waffe. Das müsste mich eigentlich gut im Fernkampf gegen die Gegner... Also müsste es ja safe sein, die so zu besiegen damit. Das ist die Waffe, die man kriegt für die drei Schlüssel, wisst ihr? So. 30 Gegner geschafft gerade, ohne... getroffen zu werden. Okay. Da oben rechts sind halt irgendwie noch drei. Und hier ist ein ganzer Weg. Ich gucke mir jetzt mal nochmal die Leben an. Weil ich jetzt Richtung grün gehen werde. Ach ja, stimmt. Also Schild nützt mir jetzt auch gar nichts mehr, ne? Also der Händler ist useless. Und den... an sich... an sich eignet sich das gerade ganz gut. Lass mich mal nachdenken. Das Klinikum ist bisher sehr nutzlos gewesen, weil, wie gesagt, Heilung. Aber jetzt brauche ich Heilung eigentlich sehr. Allerdings brauche ich, finde ich, die Brandgranate erst recht.
geil. Ich hab den Mob ja auch ausgeschalten. Ich hab diese Armbrust noch nie benutzt. Scheiße. Das ist mies. Ich konnte es irgendwie managen. Oh, fuck, man. Einer noch. Okay, der Fluch ist weg. Und ich hab irgendwas bekommen. Sehr schön. Okay, okay. Jetzt kann ich verschwinden eigentlich. Hier waren wir. Rechts die drei Gegner. 1, 2, 3, 4, 5. Es sind noch mehr als 10 Gegner. Ich könnte noch die No-Damage-Challenge schaffen. Wenn ich die hier alle erledige. Halt nur richtig schnell feuern. So, hier ist... Hier ist eigentlich... Das sieht man angeblich. Oh, verdammt, mussten die es ausgerechnet solche... Ah, guck mal, ich glaube, das kann ich jetzt... Das ist jetzt... Da komme ich sonst nicht rein an so eine erhöhte Plattform. Das kann ich jetzt nur durch die neue Ability. Aber mussten das jetzt ernsthaft zwei solche Bombenteile sein? So engen Raum. Okay, so gefällt mir die Armbrust ganz gut gegen die meisten Gegner. Oh, der war... Der wollte mich. Die Kleinen zählen übrigens nicht einzeln, ne? Also... Ich hatte jetzt noch nie gehofft. Sehr gut. Ich könnte die No-Damage-Challenge echt noch hinkriegen. Scheiße, war das fies.
so Häuser in die Füße. Das ist wieder so ein Scheißteil. Oh, verdammt. Nein, oh, verdammt. Ich hasse diese Teile. Ich hasse das. Man kann nichts tun. Verdammter Mist. Ist in jedem Ladescreen die Flamme intakt? Ich habe da jetzt 58 oder so gehabt. Deckengeschütz. Beschießt Gegner, die darunter hindurchgehen und fliegt vergifteten Gegnern kritischen Schaden zu. Das nützt mir gerade wenig. Die Ölgranate wäre gar nicht so schlecht, zusammen mit der brennenden. Vielleicht sogar sinnvoller als... Wobei, ich habe grün gelevelt. Die ist grün. Die brennende Granate ist nicht grün. Ah, ich weiß nicht. Sagt mir irgendwie nicht zu. Den mache ich auch noch fertig. Der wäre grün. Okay, das passt dann eigentlich ganz gut, oder? Dann habe ich zwei. Das zieht die ran und das andere zerstückelt die. Das ist dann eine gute Idee. So, ich muss aber immer noch. Langsam ist die Fiole 4 mir sehr attraktiv. Ich würde auch sagen, ich habe sonst jetzt nichts, was ich unbedingt haben muss. Wollen wir darauf hin? Okay. Die Armbrust upgraden ist mega teuer. Guckt euch das an. Auf Qualitätsstufe S ist die dann aber. So. Das kann ich mir noch leisten. Jetzt ist alles geupgradet. L ist das größte, ne? Legendary. Müsste jetzt auch meine Mutationen umändern, nur dafür fehlt mir jetzt das Geld. So, und jetzt muss ich den Boss eigentlich ohne Damage schaffen, weil ich nur eine Fiole habe. Also, gar keine. Die habe ich ja gerade benutzt. Die eine Fiole. Also man muss das ganze erste Gebiet jetzt ohne Auffüllung schaffen. Aber ich kann ja jetzt auf Rückstand gehen. Mehr, das ist nicht gut. Ich hab sie wieder. Wir hatten einen neuen Move, oder? Er ist besiegt ohne Damage, Leute! Ohne Damage! Da muss ich gleich mal auf den Tisch klopfen. Erfolg, platt gewälzt. Und guck, was man dafür alles kriegt. Man kriegt ein makelloses Portier-Outfit. Man kriegt einen gierigen Scheißdreck. Man kriegt Messertanz 5. Auch Scheißdreck. Und Outfit des Piccolo-Portiers. Keine Ahnung, warum ich mehrere Outfits kriege. Ey, die Segen an Boden sind mega geil. Gerade so für Bosse haben die sich echt bezahlt gemacht. Okay, nächstes Level. Eigentlich, wir wollen ja zum Friedhof, ne?
Müssen wir schauen. Ich glaube nicht, dass ich... Guck mal, wir dürfen jetzt hier rein. Da kriegen wir 20 extra Zellen. Und eine legendäre Level 6 elektrische Peitsche. Aha. Ignoriert Schilde. Mal kurz. Ich weiß nicht, ob ich das besser finde als die Armbrust. Aber der DPS ist insane. Guck mal, ich hab's eigentlich andersrum. Das ist irgendwie verbockt. Ich nehme das mal anstelle von der Durchstange. Wenn ich was Besseres finde als die Armbrust, dann wechsle ich da nochmal um. So. Außerdem, ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt, oder? Ich lag falsch, was diese Schmiede hier angeht. Die taucht immer nur nach einem Boss auf. Und man sollte die Bosszellen definitiv hier reinpacken. Weil auch wenn man das nicht komplett macht, diese 500, kriegt man trotzdem schon auf dem Weg diese Boosts. Seht ihr, jetzt kriege ich 25% meiner gefundenen Gegenstände, die haben schon ein Plus. Und ja, das ist natürlich viel, viel sinnvoller als irgendwas anderes. So, Outfit 500. Das Gewand der miserabelsten Mindestleiste. So, jetzt kann ich meine Mutationen zurücksetzen. Und kann jetzt was auf Nahkampf machen. Nahfernkampf. Mal sehen. Parieren. Achso, das wäre ja lila Stuff. Ich müsste lila leveln dafür. Der nächste Fernkampfangriff nach Einsatz einer Fähigkeit. Das ist ja sehr gut. Gelassenheit ist sehr gut. Verlangsamen mache ich gerade nicht. Das finde ich scheiße eigentlich, das Wiederbeleben. Ich probiere jetzt mal Fernkampfangriff. Lohnt sich das, die beiden zu nehmen, weil an sich wäre ich eher wegbleiben. Gibt es nicht einen in der Nähe einer stationären Fähigkeit. Die benutze ich ja. So, jetzt lass mal gucken. Keine Farbe, keine Farbe, keine Farbe. Hm? Der Zermalmer hat keine Farbe und der kann auch lila sein. Ich sollte lila leveln. Und boah! Schaut euch an, Leute! Ich darf meine Fiole wieder ganz auffüllen nach dem Boss. Also darf man den muss man bis zum Boss kommen. Guckt euch mal, wie kompliziert jetzt der Weg ist. Okay, kann ich überhaupt von hier zum Friedhof? Nee, ne? Müssen wir das im nächsten Run machen. Weil ich habe hier jetzt die Wahl zwischen dem Ufersiedlung, dem DLC-Ort und dem schlummernden Heiligtum. Und da mir meines Wissens das Heiligtum noch nicht gemacht haben, würde ich sagen, wir kümmern uns da jetzt drum. Dann haben wir eigentlich alle Level einmal gesehen, oder? Also bis halt auf das, was jetzt mit dem neuen Run auf sich hat, ne, mit dem Artefakt, das schaffen wir leider nicht, wenn wir nicht in den Friedhof kommen. Dieses Heiligtum hat ein ganz cooles System. Und zwar gibt es einen Grund, warum es schlummerndes Heiligtum heißt. Wenn man nämlich das erste Mal hier reinkommt, sind einige der Gegner noch inaktiv. Und man aktiviert die erst. Einmal bis zur Hälfte gekommen ist.
Das heißt aber, man kann... Ihr seht die ganzen Statuen hier. Das sind alles Gegner, die sich noch aktivieren werden. Deswegen sollten wir beim ersten Durchlauf versuchen, alles, was jetzt schon lebendig ist, zu killen. Warum kostet das amazing, Alter? Ah, verdammt, Vorsicht. Okay, macht aber nix. Wir sind noch sehr am Anfang. Und ich habe alle meine Leben wieder. Die Teile hier, die machen die anderen unsichtbar. Alter. Jetzt, wo ich weiß, dass Heilung wichtig ist, auf einmal. Ich sollte, glaube ich, mehr die Nahkämpfe. 30 ohne Schaden. Das ging aber schnell, doppelt, dass ich vorhin Damage genommen habe. Schön, wie man die Gegner regelrecht foltern kann. Das gefällt mir. Macht ruhig mehr solche Fledermäuse. Die gelten alle als ein Gegner. Hier gibt es noch mal eine Heilung. Die lasse ich mir mal übrig. Ich glaube, da bei den Fallen... Da wäre... Da sind noch mehr Fallen. Ein Pergament. So, ich wollte auf lila gehen, weil ich halt alles lila gemacht habe. Okay, und diese Türen da, die öffnen sich auch erst. Also, wir können im Moment so ungefähr die Hälfte erkunden. Qualität, Taktik. Der Frostschlag ist auch sehr attraktiv, aber... Ich bin mit meinem Set gerade sehr zufrieden. So, also da geht es nirgendwo hin. Oben war noch ein Weg rechts, den ich nicht genommen habe. Ich frage mich, was es mit den Grabsteinen hier noch auf sich hat. Weil da auch Zählen drauf zu sehen sind. Ach, das ist der Schalter. So, jetzt habe ich die aktiviert und es gibt hier keine Teleporter, weil man jetzt nur zurück zum Anfang sich teleporten kann und jetzt ist das Heiligtum erwacht. Alle Statuen machen jetzt nach und nach auf. Aber der da ist schlimm. Shit, so schlimm, dass er mich gleich mehrfach erwischt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der so hart abgeht. Aber ich habe ja noch die Heilung übrig gelassen. So, rechts werden jetzt einige Gegner bestimmt. Achso, das ist eine von den Türen, die ich hätte eh nicht aufgekriegt. Irgendwo ein Schildfuzzi. Da wird's nicht. Ne? Ah, er ist nicht...
Oh, der liegt noch. Da unten ist wieder so ein OP-Dude. Komm mal hier nach links. Ah, verdammt Mist. Okay, ein Lorraum. Ich bin nun schon dutzende Male daran vorbeigegangen, aber ich habe mich nie gefragt, warum es sich bei der Flüssigkeit in den Mauern handelt. Sie ist zwar schön, aber irgendwie stinkt sie auch. Forschungsnotizen. Es fließt reichlich Saft durch diese Steine. Ich muss so viel wie möglich daran sammeln und eine Lösung finden. Du hast mir manchmal sehr... Ein andermal vielleicht. Das ist nur ein dummer Glück. Easy. Amulett 6 beim Ausweichen der Giftwolke. Ja, schön, nehme ich gerne. Und hier ist noch was. Ölgranate, lohnt sich jetzt sowas? Das macht Bonusschaden gegen Brennen, das Öl. Aber eigentlich gefällt mir das nicht so richtig. Okay, aber ich kann hier noch runter. Ist wieder irgendwo ein... Shit. Hallo. Es geht ganz kurz mal weg, auch wenn das Ding noch da ist. Da unten ist mega viel los. Scheiße, so einer wieder. Da kann einen zu sich hin teleportieren auch noch. Also die fetten Dinger sind absolut dangerous. So. Jetzt sind wir auf Lila angestellt. Trotzdem nicht One-Hit. Aber es läuft trotzdem ganz gut eigentlich. Klar, kein No-Damage-Challenge mehr. Aber guck, wir haben den Ausgang gefunden. Jetzt muss ich nur noch mal einen Blick wagen. Ich kann mich ja eigentlich langsam hinteleportieren. Ich muss auch noch runter zu der Truhe. Mein Forscherinstinkt hat sich schon aktiviert. Ja, da unten muss ich hin. Zweiter Ausgang? Zur vergessenen Grabkammer, ne? Okay, ich muss jetzt laufen, weil es hier keine Teleporter gibt. Damit man... Irgendwo ist da unten. Ah, jetzt ist mein Damage erstmal on point. Überrascht ist auch der kein Problem.
reden. Wenn man ihn nicht überrascht, ist er richtig übel. Irgendwie ist es trotzdem sinnvoller. Man lässt einen Schuss aus der nächsten Nähe, als den Nahkampfangriff zu machen. Guck mir da mit einem Crit. Aber der crittet immer. Der crittet, glaube ich, immer. Und der macht mit einem Crit fast weniger Schaden als die Armbrust, die auch immer crittet. Der Schuss, meine ich. So. Da haben wir Betäubungsgranate. Dafür hat es sich jetzt nicht gelohnt, hier runterzukommen. Zum Glück bin ich nicht vorhin da vorbei, weil das mal gar nicht sich gelohnt hätte. Ich wusste, dass da unten Spikes sind. Ich wusste das. Irgendwie ist der Gegner, der die unsichtbar macht, nicht mehr hier. So. Also einmal würden sich die HP eigentlich noch lohnen, aber ich baue fast darauf, dass ich Ende sowieso kein Lila wählen darf. Zwei Schüsse, dann ist auch der weg. Okay, da unten ist ein Schild. Hier will ich. Und jetzt kann ich auch den da loswerden. Ey, die Armbrust ist geil. Zwar den Nachteil, dass sie beidhändig sind und man dann eine Waffe weniger hat. Oh, Alter. Diese Punch aber, den die aufladen. Kannst du so wenig Zeit zum Reagieren. Wir haben das Ziel gefunden. Ich würde sagen, dann würde ich die Kirsche da noch nehmen, aber whatever. Glockenturm. Ich glaube, ich bin schon mal. Die vergessene Grabkammer haben wir schon hier beim Friedhof gemacht, weil wir halt da noch nicht rein durften. Kann ich was im Glockenturm zeigen? Ich kann tatsächlich was im Glockenturm zeigen. Wir nehmen den Glockenturm. Der Boss ist eh dasselbe. Aber erstens mal weiß ich, im Glockenturm gibt es sehr viele Upgrades. Zweitens kann ich euch da ein Secret zeigen, was ich auch... Das ist eine sehr witzige Sache, dieses Secret. So, No Damage haben wir nicht. Die Quellenschwingen bewirkt, dass du 15 Sekunden lang in der Luft schwebst, verursacht elektrischen Schaden und löst unter dir den Effekt Schock aus. Das klingt irgendwie sehr lustig. Und unique. Deswegen nehme ich das vor allen Dingen, weil das andere alles 40 oder mehr kostet. So. Irgendwas zum Neuschmieden. Es gab irgendwie gefroren. Das hat irgendwie
wenig gebracht. Blutung, mache ich Blutung irgendwo? Ja. Ui, das ist jetzt nice. So. Und das hier, auch verbrennen. Auch verbrennen. Brennendes Öl. Das kann ich eigentlich mal neu machen. Elektrisiert. Ja, die Giftröhre nehme ich. Okay. Ist nicht perfekt, aber kann man mal machen. So. Ich vermute dann, die nächste Heilung gibt es dann auch nach dem, also Vollheilung nach dem Boss. Und hier gibt es ein Secret, das mit den Glocken zusammenhängt, die man läuten kann. Und das war sehr witzig, weil auch da habe ich nämlich... Aber... Die Kombination von Zermalmer und Sägen ist besser. Da habe ich nämlich auch, als ich mir dachte, ja, ich finde garantiert nicht mehr raus, was es mit den Blöcken auf sich hat. Und habe dann auch entschieden, ich guck's nach. Dass die gerade zu überleben, gefällt mir gar nicht. Und... Es ist auch echt schwierig rauszufinden, muss ich sagen. Nämlich, man muss die Glocken in einer bestimmten Reihenfolge läuten, dann droppt der Schlüssel. Und rein zufällig war es genau in dem Mal, wo ich danach geguckt habe, einfach zufällig so, dass ich genau diese Reihenfolge geschafft habe. Ja. Okay, dann sind es halt zwei Schüsse. Ich glaube, das ist die richtige als erstes. Aber die Gegner, die hier machen mir Sorgen, wie viele Hits die aushalten. So. Ein neues Amulett. Eigentlich schlechter als das, was wir haben, außer halt, dass der Schaden. Aber zweimal lieber ist einfach sinnvoller und die Buffs dazu auch. So. Ich bleibe dabei, Taktik zu nehmen. Dann müssen wir Toon leider spielen mit dem Glück. Also von der niedrigsten zur höchsten, zum höchsten Ton. Man sieht es wohl auch optisch, wenn es der richtige ist. Ich hasse die Dinger. Der macht eine Bombe, wenn er alles macht. Gut. Das
sehr viel Glück mit den Pergamenten, dass ich immer Taktik gehen werde. Es kann auch sein, dass die niedrigste Glocke immer an der niedrigsten Stelle hängt und dann auch nach der Höhe im Level gehen kann. Boah, Polo Power ist auch geil. Oh, noch mehr Blutung. Meint ihr, das lohnt sich, mit dem Zermalmer das zu stacken? Also Fleischschneider und was hier? Immerhin Stufe 7 und macht noch Öl und brennendes Öl. Ja, das muss ich nehmen. Das muss ich nehmen, weil die Synergie einfach mega gut ist. Den Rest kann ich dementsprechend aber nicht nehmen. So, und unten ist einfach nichts. Also diesmal war es wieder einfach ein Bonushändler. Dreiertür. Natürlich. So. Aha, die hat auch sehr deutlich geleuchtet. Uns erstmal. Ich kann quasi einfach nur die Fallen da verteilen und dann gewinne ich auch. Schon wieder einer. Das hat jetzt Plus. Hat auch das Schüsse durchbrennen, das erste Ziel, weiß ich nicht. Ich glaube, der Unterschied ist nicht so hoch, dass es sich lohnt, da nochmal Geld auszugeben. Okay, die war glaube ich falsch. Das war jetzt die, die man als letztes treffen muss. So, wir sind an der Spitze, haben die Zellen. Wissen wir jedenfalls, dass drei von den Glocken der Mitte sind. Darf ich keinen Lila picken und damit kann ich mir die 20% HP noch bilden. Dass wir den schon angeguckt haben, Tonikum interessiert mich nicht. Spartaner sind interessiert mich auch nicht. Ich glaube, das ist die Tür. Oh shit, eigentlich habe ich ausgewichen. Sehr doof. Links kann ich noch zwei Pergamente holen. Wenn ich wirklich nach dem Boss eine Heilung habe,
halt so wild eigentlich. Ausbalancierte Klinge 7. Nein, danke. Also das Money, das nehme ich. Nach oben geht's. Okay. Na gut, hinguckt, sieht man sogar den unsichtbaren Dude schon vorher. Und erneut dürfen wir nicht lila wählen. Sadistenstilett, eigentlich eine gute Sache. Aber für mich jetzt gerade nicht. Hier darf ich wieder Taktik wählen. Und auf geht's zur Turmuhr. Da bin ich jetzt gespannt. Den werde ich garantiert nicht ohne Damage schaffen, den Boss. Auch nicht mit meinen aktuellen Gear. So. Ich würde sagen, ich baue hin zur nächsten Fiole. Das gerne nochmal upgraden, bewegungsunfähig. Ich will leider das brennende Öl behalten. Ich meine, guck mal, ich habe Gift, ich habe Blutung, ich habe brennendes Öl in meinen Fallen. Und dann noch Bonusschaden hier gegen Blüten. Also, was willst du denn da noch mehr? Oh, hoch! Ich darf mich wieder aufheilen? Warum? Der Anfang muss man mega auskommen ohne alles und dann hier kriegst du so schnell wieder eins geschenkt, das ist komisch. Eine winzige Ungenauigkeit einer tausendstel Sekunde könnte verheerende Folgen haben. Spannend. So, der Damage ist schon mal genommen. Alles sieht jetzt deutlich schlimmer aus. Seht ihr, auch wenn ich eigentlich von fast allem getroffen wurde, habe ich trotzdem jetzt gewonnen, ohne große Probleme. Nimm das mal ins Verhältnis zu dem City Boss. So, hier habe ich jetzt ein weiteres Outfit. Die reine Nage kriege ich hier nochmal. Das ist, ich liebe den zwar, aber ich habe jetzt Rot als schlechtestes Level, deswegen muss ich da Nein sagen. So, ich würde aber sagen, da wir eine Stunde gemacht haben, glaube ich, es ist eine angemessene Situation, um zu beenden, die Folge. Hä? Ich krieg schon wieder ein Level. Ich glaube, das ist bestimmt random, wo die Auffüllungen sind und ich hatte mega Pech. Was ich allerdings tun werde, wir gehen nicht zur Gipfelburg, sondern
Dieses Mal versuche ich, den Weg über die marode Brennerei durchzugehen. Also seid gespannt, wie das läuft. Ob ich das schaffen werde, denn beim letzten Mal, wo ich hier war, habe ich ganz erbärmlich gefailt in der maroden Brennerei. Ich bin da noch nie lebend durchgekommen, also vielleicht wird es jetzt das erste Mal. Stimmt, ich habe eine ganz schlechte Waffe gegen die explodierenden Fässer. Gegen die da auch, oder? Die können das blocken. Geh dich mal wieder weg. Er dreht sich nicht mehr. Okay, na, muss ich sehen, wie ich damit auskomme. Die Fässer müsste man aber vorher erkennen können. Dass die springen können, ist ebenfalls sehr mies. So, und der da unten? Muss ich auch was mit checken. Der hat eine Armbrust. Ich habe noch keine Strategie gegen die Dinger. Panisch meine Sub-Waffen schmeißen könnte eine Hilfe sein. Aber ich glaube ja nicht. Oh, und der Radius von denen, holy shit. Teleportieren. Aha, hier kriege ich den Fasswerfer. Guten Elektrifizierung. Hat weniger Schaden als die Armbrust. Eigentlich. Aber vielleicht ist es... Guck mal, wenn der crittet, hat er mehr Schaden. Vielleicht ist es Zeit, auf die Peitsche und das zu wechseln. Ich kann die Armbrust leider nicht reinnehmen. Ich lasse sie mal liegen und tue sie nicht vor. Allerdings glaube ich, die Peitsche ist vielleicht besser gegen die explodierenden Fässer. Ist jedenfalls eine Idee. Aber der... Die Bazooka ist einfach zu gut, um sie liegen zu lassen. Vor allen Dingen, wenn ich daran denke. Guck mal, wie schnell das Elektro... Oder nee, das kann sein, der ist durch Feuerdamage gestorben. Ah, so richtig hat mich das jetzt nicht überzeugt. Sehr schnell, gerade gegen die Gegner echt gut. Wo ist der Gegner denn? Vielleicht sollte ich einfach wegrennen gegen die Gegner. Wie viel Damage macht der Fasswerfer eigentlich? Ist die Armbrust eigentlich sogar besser? Ich bin noch am Zweifeln. Oh, und der kann blocken!
hab auch gar nicht mal so hohe Reichweite. Ich will meine. Ich will, glaube ich, dir irgendwas zurück. Komme ich zur Armbrust? Ich kann mich eigentlich direkt hinterbringen, sobald ich eine Rote finde. Aber ich komme gar nicht zurecht damit. Ey. Nee, nichts stirbt durch das Ding. Mein Raum ist da unten was eingezeichnet. Ah, ich sehe es. Wenn mit der Armbrust komme ich besser. Weil ich kann nur wegrennen gegen die Dinger. Ich krieg die so nicht tot. Und das ist echt nicht der Sinn. So, schaut, ich habe sie so gelegt, dass die Armbrust rechts ist und jetzt ist sie links. Dieser Gegenstand kann nicht verkauft werden. Aber wie wär's denn, wenn ich... Ich kann den nicht. Okay. Ich lass den liegen, vielleicht brauche ich den noch. Was macht? Wie macht man? Okay, man kann manche von den Sachen nicht öffnen. Oder den. Ich gehe erstmal durch und töte alles, was ich finde. Danach kann ich immer noch auf den Fass haben. Immerhin das funktioniert. Halt. Da ist noch ein Weg. Aber wir sind immer noch nicht dahin gekommen. Da komme ich auch nicht durch. Es gibt irgendwie immer einen anderen Weg. Shit. Die Brennerei ist schlimm, ey. Die ist immer noch so übel. Ich weiß gar nicht, wovon ich Damage bekommen habe. So, Rucksack des Schützen, okay. Was? Die Peitsche, ne? Die war jetzt ja auch schlecht. Und elektrifiziert gegen gefroren, das bringt aber wenig. Ich sehe wenig Chancen, den Boss zu schaffen unter den Umständen. Schwere Armbrust. Das ist jetzt aber auch nur eine schlechtere Version von dem, was ich gerade habe. Obwohl der Schaden deutlich höher ist. Explosionen sind besser. Ich habe auch sehr geringes Level im Vergleich zu dem letzten Mal. Geht's, glaube ich, noch gut?
Nee, ich bin gedutscht, ich schwör's. Mann, im Prinzip sinnlos jetzt. Auf dem Niveau hier. Wow, ich wollte gar nicht so weit runter. Ich hab nicht gesehen, dass der Boden... Ah, warum stoppt man nicht? Wie viel jetzt? Regen da aus. Ich hoffe, da ist eine Heilung am Ende. Von dem Level hier. Es ist unmöglich, Alter. Die haben zu viele Leben. Diese scheiß Schild-Dudes wollen auch nicht verrecken. Es geht nicht, ihn zu töten. Es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Es hat ultra hohen DPS. Seht ihr das? Wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Ich gehe dann die Bazooka holen. Wir hatten einen Tür mit drin. Nützt mir nichts, oder? Ich bin eh gleich tot. Ich kann es nicht rühren. Ich kann nichts machen. Gott, nein! Was kommt da noch? Ja, jetzt bin ich tot. Ich kann halt nur ganz feige abhauen. Jetzt irgendwo schon mal eine Heilung oder so. Das schaffe ich nicht. Guck mal, das macht guten Schaden, ne? Jetzt los.
oder sogar ein was Gutes hat. Ich glaube, es hat sogar Bonusschaden gegen Bruder. Ich glaube, wir sind fast durch mit der Brennerei. Es gibt noch einen Abschnitt, der eigentlich nur Jump'n'Run ist. So, hier ist dieser Lore. Ort. Ist aber nichts. Das Problem ist, ich bin halt immer an den Jump'n'Run aufgestorben. Weil die Fallen einfach das Schlimmste sind. Brennereischlüssel, da wird es wahrscheinlich ins Ziel gehen. Und jetzt nur ganz feige. Das ist wieder nichts, was ich sinnvoll machen kann. Ich habe auch das größte Pech. Leben! Noch. Ja, nur 15%. Was? Alter, was ist dein Haar? Da ist der Jump'n'Run. Abschnitt. Das kann auch eine Falle sein. Okutas Bogen. Ich glaube, verwenden wir jetzt. Guck mal, der Raum hat sogar die Form von einer Schatztruhe. So in etwa. Spender nicht in Betrieb. Einer der Techniker war mit seinem neuen Prototyp dermaßen zufrieden, dass er direkt zum Festspender ging, um ihn zu testen. Wenn er dabei nicht ohnehin gestorben wäre, hätte man ihn wegen seiner bodenlosen Dummheit gefeuert. Bezeichnet die Verwaltung. Moment mal. Ja, dies ist hier rechts ein Ort. Webkarte. Karte sagt, da rechts. Ist das nicht ein Heil-Item? Ach nee. Aber das ist ein goldener Raum. Regeneriert HP pro Angriff stand da. Okay, ich kann jetzt alles sehen. Da unten geht es tatsächlich weiter. Und oben muss ich nur durch den Jump'n'Run Raum. Dann haben wir es eigentlich geschafft. Also es könnte noch gehen, oder? Das ist noch eine Bratpfanne. Wenn ich beim Jump'n'Run Ort durchkomme. Okay, ich bin hier safe. Ich bin auch hier oben safe.
an den Leitern. Ich habe keinen Treppensprung, sonst könnte ich da cheaten. Ich muss nur die Leitern da hochkommen, ne? Links. Okay, die machen wir mal abwechselnd. Da habe ich es geschafft. Habe ich es auch geschafft? Ich bin jedenfalls da durch. Ich muss noch durch den letzten Gegnerraum da unten. Es ist schaffbar. Es ist schaffbar, aber wenn ich nicht geheilt werde vor dem Boss... Okay. Das Ding wird... Ich weiß nicht, ob er tut. Okay. Erst ist da eine unsichtbare Mauer. Und dann ist der Gegner unsichtbar. Und ich sterbe. Ja gut. Habe ich jetzt wenig, was ich da hätte tun können, oder? Also... Da bin ich jetzt irgendwie so...